meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten CSGO Overwatch hier auf Mirage. Die Musik sollte man jetzt wieder hören, ich habe sie letzte Mal vergessen, ich weiß. Wenn man die live anmachen muss und das 6 Jahre im Stück nie machen musste, weil man die Videos editiert, das ist manchmal schwierig. Aber den wenigsten stört das, glaube ich. What the fuck? Hat er diesen Lag gerade eben gesehen, diesen Ruckler? Ganz schön langsame Reaktionszeit, oder? Er hat ihn ja wirklich mindestens schon eine Sekunde gesehen. Er hat ihn ja scheinbar schon vermutet. Ich will jetzt auf gar nichts schließen, von wegen Warlock oder sowas. Er schaut hoch und sieht ihn. Aber drückt dann nicht ab. Er war überrascht, dass er da wirklich war, wo er ihn vermutet hat. Naja. Also es sind 2 auf A. Die Mates von ihm tingeln sonst wo rum. Und er hustelt hier jetzt natürlich irgendwas rein, oder? Er hört den oben auf Ding. Ne, halt, das ist sein Mate. Du musst gerade die Karte raffen. Ne, das ist der Gegner. Der war gerade in Palace drin. Und er hat ihn bestimmt auch gehört, also ich habe ihn gehört, ich nehme an, er konnte ihn dann auch hören. Hat er jetzt etwa vor, irgendwie zu... abzuwarten? Wie sieht es denn bei ihm aus? 1-4. Nicht auffällig jetzt von seinen Stats, da ist dann eher der andere im Gegnerteam auffällig, wobei das Spiel noch ganz am Anfang ist. Da ist ein 7-1 oder 10-0 oder sowas ähnliches, sowas krasses, ist da auf jeden Fall machbar. Er nimmt sich jetzt die Scout. Man hat die Füßchen gesehen, ne, unten. Okay, es wirkt vollkommen normal. Ist ein angenehmer Fall bis jetzt. Er aimt ein bisschen niedrig, aber das macht er nichts. Ach, er hat eine AWP jetzt. Habe ich gar nicht gesehen. Ich hatte immer noch eine Scout. Oder war das sein Mate? Ne, er hat eine AWP. Ja, jetzt wird er nicht durchgelassen. Oh, die Rush! Shit. Krass. Ich weiß gerade nicht genau, warum er reported wurde. Möglicherweise... macht er gleich noch Team Attack oder sowas, oder er macht noch an, oder er abused sein, den Voice Chat, oh, und den Voice Chat, beziehungsweise den Sprachchat. Könnte sein, dass er da gerade rumschreibt und rumschreit wie so ein Vollidiot und deswegen dann wegen Grief, also wegen unsportlichem Verhalten, gedingelst wird, reported wurde. Es ist möglich. Gerade eben der Headshot war schon ziemlich nice, er hat endlich mal etwas höher gezielt. Der Gegner ist ihm aber auch mehr oder weniger reingelaufen, oder? Also ich würde sagen, da ist alles im Lot. Den auf der Treppe. Von dem wusste er, weil er halt die ganze Zeit geschossen hat. Okay, also es ist jetzt noch einer gegen 2. Sie könnten das eigentlich jetzt meistern, wenn sie die Bimbe mitnehmen. Das Bimbchen da, Jungs. Und dann geht ihr auf B oder wie? Dieser letzte City-Spieler, der ist schon... Ja, doch. Ich wollte gerade sagen, mittelmäßig raffiniert. Dann stellt sich eher so Richtung Mitte, um rechtzeitig verschieben zu können. Also wenn sie ihm dann dafür einen reindrücken... Dann weiß ich jetzt auch nicht so zwingend. Also er steht jetzt hier gerade auf 3-6. Die 2 Kills, die er jetzt hat, oder die 3 Kills, die er gemacht hat, waren alles Headshots, aber jetzt speziell dieser Schuss hier ist einfach ein typischer Headshot, ne? Weil wenn die Cities da entlang laufen, dann kann man ihnen halt genau ins Gesicht gucken. Und das gerade eben, naja, oder Gott, was soll's. Also da würde ich jetzt zumindest noch nicht sagen, dass er da irgendwas anhat. Und wenn nicht mehr kommt, sage ich da auch nichts dazu, dann sage ich, der ist clean, der Boy. Er aimt halt so merkwürdig niedrig. Vielleicht geht er davon aus, dass der Gegner direkt in die Hocke geht oder so. I don't know. Der eine ist in Palace gleich genutzt, sein Mate. Oder er nutzt jemand. Na, er ist tot. Sie sind zu viert auf A. Und kommen jetzt langsam an sie ran. Jetzt hört man so rum. Oh, oh. Also, ich kann da nicht entdecken. Er sieht komplett legit aus. Oder? Wie gesagt, die Headshots, naja, sowas geht halt ab und an mal rein, das wissen wir alle. Und wenn man Pech hat, geht sowas dann mehrfach in einem einzigen Spiel rein. Und dann denkt ein Overwatcher vielleicht, man cheatet. Man muss immer an diese Glücksshots denken. Ja, der will auf ihn drauf, um über die Smoke zu gucken, raffinierte Böcke. Auch scheinbar ganz gutes Teamplay, zumindest dieses hier jetzt. Ich habe sonst nicht drauf geachtet, wie sie verschieben und so. Das nehme ich eh ganz selten mit in diese Analyse mit rein. Aber ab und an gucke ich da auch drauf, vor allem wenn es um Grief geht. Dann gucke ich natürlich, wie die sich generell so verhalten, wie sie zusammen spielen oder eben auch nicht. Gleich kommt einer von hinten. Er kommt da angedackelt. Und... Wow, wie der leckt. Man kann ja die Pinks auch sehen, ne? Ja. Lilly 54, er selbst hat 5, 3, 8. Also wenn sie ihm hier halt wirklich jedes Mal reinrennen... Weil ich mach da gleich nochmal einen schönen Headshot hier. Dann können sie nicht meinen, dass er cheatet. Er ist der Letzte im Gegnerteam, also er ist der Letzte bei sich im Team. Es könnte sein, dass er vielleicht gehatet wird und er gleich dann anfängt, irgendwie die Leute im Team zu killen oder
Team Attack auszuführen. Das könnte sein, möglich. Wir wissen alle, wie bastardmäßig die Community ist und... Der war schön, der war einfach schön, oder? Da kann man nicht sagen. Richtig schön drauf, mit einem völlig normalen menschlichen Bewegungsablauf und dann zack. Weißt du, dann denken die sich vielleicht, ja gut, das ist ja der letzte von denen oder mittlerweile hier, der hat 4-8. Der kann doch gar keine solchen Headshots machen. Wie geht es? Der ist doch viel zu schlecht. Oben könnte auch bald einer kommen, genau. Wahrscheinlich haben sie eben, er guckt jetzt da hoch, weil der auf Mitte gesagt hat, ich guck hier, guck du hinten. Ne? Also, nur um das direkt mal klar zu machen, bevor jemand schreit, der hat doch Wallhack oder was? Zumal der sieht ja auch gar nicht kommt, der rennt da wieder zurück. Aber es ist gut so zu stehen. Einfach mal der eine in die Richtung, der andere in die andere. Da kommen sie schon. Zack. Ah, schade, da ist es ihm nicht geglückt hier, dieser Flick. Und das war's schon. Was war das für ein Fall? Haben die den einfach aus Spaß reported? Das ist doch lächerlich. Das ist der Titel, aus Spaß reported? Fragezeichen. Leute, sowas macht man doch nicht. Hopp. Hättet ihr, wenn, ich meine, klar sieht das natürlich immer anders aus, wenn man dann im Gegnerteam ist, aber... Bescheuert. Das ist echt bescheuert, oder? Der hat doch nie im Leben irgendwie was angehabt. Ich habe nicht auf die Steps gehört und auch nicht nach Bunnyhop geguckt, aber der hat doch nichts angehabt. Lächerlich, wirklich lächerlich. Vor allem, wenn es Bunnyhops gewesen wären, dann hätten das maximal seine Mates gesehen. Und welche Mates reporten für sowas schon? Hallo, hallo. Vor allem, welche Mates bekommen das mit, dass ein Mate Bunnyhop keine Sau kriegt sowas mit. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Es gibt noch ein Grafuddel. Ich habe gemerkt, dass euch die Graffiti sehr gut gefallen. Deswegen gibt es noch ein schönes Grafunkel, ein schönes Garfunkel. Und zwar dieser Prinzessinnen-Sheriff-Ding. Gestern kam ja, das ging ja das Auge, das ist auch immer noch hier. Da schreibe ich dann ja nächstes Mal den Winner an, beziehungsweise mache ihn ausfindig. Und ja, jetzt gibt es dann heute nochmal diesen Prinzessinnen-Sheriff-Hüdel. Und zwar schreibt ihr einfach irgendwas über die Green Marine. Aber nicht als eigenen Kommentar, sondern bitte hinter euren Kommentar. Also ihr kommentiert mit irgendwas, keine Ahnung, euren Kommentar halt. Und dann schreibt ihr das hinten dran, kurz, lang, wie auch immer. Weil manche schreiben halt dann direkt nur diesen Lösungssatz und das raffen dann auch die nicht bis zum Ende gucken, ne? Und dann ist der ganze Spaß nicht mehr da. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben, abonnieren, favorisieren, pauschalisieren. Ciao.